Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory und ich sehe zum ersten Mal den Mond. Moin. Ja, das letzte Mal haben wir den Weltraumlift gebaut und Kohleproduktion und damit haben wir jetzt so gesagt, also was heißt Kohleproduktion, ne? Halt Kohlestrom. Damit müssen wir jetzt nie mehr lästiges scheiß Biozeug sammeln und haben jetzt noch schwankend 600 Megawatt. Hier sind es dann wieder 450. Da fallen zwei aus. Aber es reicht ja trotzdem erstmal. Ich habe heute vor, so gesagt, drei Dinger zu machen. Also einmal den Xenobasher, dann Hypertubes und ja, die Sprungstelzen, die wir, glaube ich, mit Katerium-Erz bekommen. Und Katerium-Erz gibt es ja ganz da hinten. Ja, ganz da hinten. Das heißt, wir werden jetzt darüber gehen und da alles aufstellen, was wir benötigen. Hey, das Ding läuft mir hinterher. Junge, mach kein Auge. Ah, moin. Ich finde das scheiße. Hast du es dann? Die kann man einfach outplayen. Jo, verkackt ist er. Ah, stimmt, ich wollte hier auch noch, so gesagt, einen Awesome Shredder hinmachen. Weil mit Katerium-Erz können wir noch nichts anfangen. Meiner, du gibst 100, genau, 120 pro Minute. Und so ein Schmelzofen macht, ich stelle jetzt nur zwei auf und mache den einfach auf 50%, weil dann gibt er nur 60 und ihr bei den. Ah, stimmt. Ich muss ja erstmal hier die Katerium-Barren ja anlocken, sag ich mal. Ja, ich wollte schon sagen, das ist eigentlich eine reine Note, weil ansonsten gibt er keine 120. So, erstmal Forschung starten. Jetzt können wir Katerium-Barren machen. So, und ihr macht. Oh. Das heißt, habe ich 90 von beidem. 90. Aber gut, wenn das so willst. Und ich krieg 15. Das heißt, genau 30 raus. Wie viel kriege ich von dir? Ach, muss ich ja auch erst anlocken. Mein Strom ist auch nicht am Abkratzen. Nee. Ah, jetzt. Jetzt läuft es perfekt. Jetzt können wir das machen. Jetzt können wir gucken, wie viel du brauchst. 12. Wie kann ich es machen, dass du hier glatte 30 machst? 50. Ah. Das heißt, ich brauche drei von euch. 50 gestellt. Ich weiß nicht, wie viel bekomme ich dann? Keine Ahnung. 50. Zwei davon habe ich, also möchte ich in einen Awesome Shredder leiten und dann, ja. Dann brauche ich Mark 2. Das geht dann da rein. Ist schön, wie man es herstellt, ne? Und dann direkt wieder schreddert. Ja, die ersten Punkte. Splitter möchte ich. Ja, dann 50 von hier. Und dann die Hälfte von 50 da rein macht. Dann die andere Hälfte da reingeht. Und dann. So. Perfekt. Ja, ist alles organisiert und. Ja, passt doch. Und ich mache Punkte. Ich habe schon zwei Coupons. Ja, die werden noch wichtig, außer man hat dann schon alles. So, da ist die Analyse davon fertig. Jetzt machen wir noch die sechs Inventarplätze. Und dann brauchen wir. Ich bin den ganzen Weg jetzt. Okay. Nochmal 100 Turbodraht holen. Danach gehe ich erstmal essen, weil ich habe irgendwie. Oh, alles klar, Digga. Weil ich habe irgendwie Hunger ein bisschen. Und dann in der Zeit, wo ich essen gehe, lasse ich das hier einfach mal weiterlaufen. Mal sehen, wie viel es produziert. So, sechs neue Inventarplätze.
Jetzt Katerium, jetzt machen wir das. 3 Sekunden und dann haben wir hoffentlich die Sprungstelzen irgendwo hier. Bitte, danke. Ja! Ah, das ist ja nicht das Problem. Ah, hier bekommen wir die. Okay, das heißt, ich... Jetzt muss, finde ich sogar... Das kann weg und dann geht alles erstmal jetzt da rein. Wenn ich wieder da bin, dann ist da hoffentlich mehr drin. Joa, wie viele Tickets haben wir? Die Zahlen werden doch immer höher, also ich weiß nicht. 10 Coupons, die braucht man wirklich. Joa, ne, ich bin da mal essen, ne? So, meine lieben Freunde, ich bin wieder da. Und, oh, sollte, glaube ich, erstmal für die ganzen Upgrades reichen. Anhand darin kann man ja jetzt eigentlich überlegen, wie lange ich weg war. 50 pro Minute kam rein und Sprung... Ah, ne, okay. Ja, euch mache ich. Und... Okay, das heißt... Alles klar, die heißen nicht Sprungstelzen, sondern Exoskelett. Ich drück gerade nur W, ne? Ja, chillig. Hui. Ja, okay, reicht auch. So, während jetzt das Upgrade noch macht. Hyper. Oh. Okay, Hypertubes können wir uns heute mal aus dem Kopf schlagen, weil. Ja. Aber den Xenobasher nicht. Mal sehen, wie viel. Oh. Es hat gut produziert. Also, so ist nicht. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie viel habe ich bei meinen Schrauben jetzt? 10.000 Schrauben. Ich hatte auch die Idee, anstatt dass wir jetzt halt die Hypertubes, dass ich bei jeder Etage so Container, also die Container von da hinten nach hier vorne verfrachte, dass ich nicht immer so weit laufen muss. So, der Xenobasher. Dazu brauche ich 2 Xenozapper. So, machen wir den Xenobasher. Ah, Mam-Forschung fertig. Nice. Katerium. Das können wir auch. Das Exoskelett erforschen. Xenobasher. Ach ja, wir haben jetzt auch noch ein Hand-Upgrade. Ja, nice. Joa, Exoskelett wird gerade erforscht. Und ja, in der Zeit können wir schon mal an. Also da oben haben wir es ja gemacht. Aber hier unten nicht. So, da sind wir jetzt damit auch fertig. Hat. Ja, etwas länger gedauert, als ich dachte, aber ist jetzt auch nicht gerade so schlimm. Aber ich habe wenigstens, ja, alle das ganze Zeug jetzt bei einem und nicht bei 10.000 Stellen. Sieht zwar ein bisschen weird aus, aber hier kann ich auf die oberen zugreifen. Ich habe halt wie hier 2 aufeinander. Das sind Eisenplatten und was auch immer hier drin ist. Was ist hier drin? Ach, Schrauben. Die habe ich nicht angeschlossen, weil, ja... Sollte ich aber eigentlich noch mal. So, hätten wir das jetzt auch gemacht. Und ja, die Schrauben hier gehen in den Schredder. Einfach nur... Hä, was? Ah, Strommast. Nummer 2. Yay. Ja, einfach nur, dass es jetzt hier nicht... Ja, nehme ich jetzt einen Mark II Conveyor... Ah, 90 Grad. Wollte ich eigentlich nicht, aber ist mir egal. Ein Mark II Conveyor Belt und ja... Es geht schon raus. Habe ich auch einen Müllcontainer? Oder du bist nicht angesteckt? Ups. Jetzt aber. Da kannst du halt Zeug so schnell reinhauen, wie du willst. 21 Coupons haben wir jetzt. Also ja, hier haben wir jetzt meine Eisenstangen, Eisenplatten. Hier sind jetzt Schrauben. Hallo? Dann hier, also eher gesagt jetzt da oben, ist Kupferblech. Da haben wir Kabel. Und hier haben wir Kabel und da haben wir Draht. Genau, und in der Zeit, wo ich das gebaut habe, sollte eigentlich das Exoskelett fertig sein. Und wir können jetzt das Exoskelett schon 32 Mal craften. Oder herstellen, je nachdem, wie man es möchte. Yay, das Exoskelett. Wir sind so um einiges schneller und ja... Also ich kann ja jetzt mal springen jetzt, nehme jetzt Anlauf von hier nach bis zur zweiten und springe dann mal. Ja, die vier vorletzte, sagen wir so, weiß ich nicht.
Jetzt ziehe ich sie aus. Ja, also ich glaube, den Unterschied sollte man jetzt gesehen haben. Man ist um einiges schneller und man kann höher springen. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht bis da hoch springen. Aber, ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel von hier einfach da hoch springen. Ging zuvor nicht. Oh, die habe ich so gemocht. Ich mag sie jetzt auch noch. Also, ja, nützlich sind sie. Und da sind wir eigentlich mit dem Ding fertig, was ich machen wollte. Also fast. Ja, dann das nächste Mal machen wir die Gießerei und halt die Stahlproduktion. So, bevor ich jetzt Schluss mache, nehme ich mir meine ganzen Coupons. Stelle den Awesome Shop hier auf. Und da kannst du dir eine Menge holen. Industrielle Gehwege. Ne, ich nehme jetzt mal die. Also wir haben 21 Tickets. Was ziemlich wichtig ist, wo ich nicht weiß, wo das ist. Wände hier gibt es Fenster. Ich meine, kann ich hier noch nicht bauen. Alles klar, die kannst du dir einkaufen. Ah ne, hier kann ich sie dann bauen. MK1, ja, nehmen wir einfach gleich MK2, weil die kann ich mir wichtig vorstellen. Die kosten eh nur 1. Fundamente. Brauche ich jetzt eigentlich nichts, nicht so richtiges. Ja, dann hier hast du dann solche Displays. Brauche ich jetzt aber eigentlich auch nicht. Dann Fixed Factory Car Card. Goldene Nuss. 1000 Credits. Credits. Customizer. Alles klar. Ja, das braucht man noch nicht. Hier beim Customizer würde ich noch shoppen. 22. Du willst mich doch flachsen. Das heißt, dann machen wir dich raus. Erstmal. Haben wir 21. Haben eingekauft. Ja, jetzt haben wir hier die Wandhalterung. Die kannst du halt hier an der Decke klatschen und halt hier. Und wenn du jetzt eine Wand baust und dieses Ding nimmst, das geht durch die Wand und das andere halt nicht. Also kannst du so gesagt mit den Dingern Strom durch Wände so gesagt leiten. Zuvor konntest du. Gut, ich meine, du kannst doch einfach das Kabel durchlegen, aber das sieht nicht schön aus. Dann hier haben wir eine Förderband-Wandhalterung. Das ist so. Oh je. Das ist so ähnlich wie hier, halt nur ohne Wandhalterung, ne? Ach ja, Architektur. Ja, wir haben jetzt Treppen. Perfekt. 45 Grad Treppen. Ja, warte mal, kann ich da einfach so runtersprinten? Ah, kann ich wirklich. Du haftest so gesagt wie dran. Naja. Ich meine, für hier bringt's. Also hier bringt's es wirklich, weil jetzt habe ich ja den Weg hier hoch abgeruckt. Und hier haben wir auch schon wieder eine Menge an Zeug drin. Warte mal, ich glaube, die Rammen, die sind nicht so. Nee, die sind nicht so steil. Aber ich glaube, hierfür werde ich doch die Treppen nutzen. Weil, ja, die nehmen weniger Platz weg. Und das war es dann von dem Ganzen, was wir jetzt gekauft haben. Ja, wie schon gesagt, das nächste Mal machen wir die Stahlproduktion. Hier und da. Und dann, ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bei, keine Ahnung, ich glaube Minecraft wieder. Vielleicht aber auch nicht. Und ciao.